Hello Tobadi, willkommen zu einer weiteren Folge von Rocket League. Erstmal die wichtigste Information zu Beginn. Nur noch dreimal schlafen und ich muss das siffige BVB-Trikot nicht mehr tragen in meinen Videos. Ich hatte ja damals mit Derby gesagt, ey, wenn Schalke das verliert, dann muss ich für eine Woche lang ein BVB-Trikot tragen in den Rocket League-Videos. Und ja, Schalke hat natürlich nicht gewonnen. Ich bin auch überlegen, ehrlich gesagt, ob ich jetzt einfach die nächsten Tage jeden Tag ein Video zu Rocket League mache. Aber das hängt natürlich von euren Feedback ab. Das heißt, wenn das Video hier, ich sage jetzt keine Zahl, aber wenn das Video natürlich einigermaßen viele Likes hat, Kommentare hat, Aufrufe hat, ich das Gefühl habe, dass ihr Bock auf die Reihe habt, dann kommt höchstwahrscheinlich in den nächsten Tagen jetzt täglich ein Video zu Rocket League. Heute sind wir mal wieder auf unserem Tastatur-Account. Ich spiele normalerweise mit Controller und bin da so auf, ich sag mal, Diamond 1 bis Diamond 3 Niveau. Und mit Tastatur ist das alles eine andere Welt. Da habe ich mir jetzt einen Account gemacht und ich will einfach mal das Spiel so erleben und den Fortschritt so erleben, wie alle anderen das erleben und habe mit Bronze gestartet. In den letzten Folgen haben wir erst die Bronzeliga durchgeballert, haben Silber 1 durchgeballert und heute ballern wir Silber 2 durch. Am Ende des Videos werden wir in Silber 3 sein. Ich habe vorhin schon eine Partie gespielt, zwei Partien gespielt, damit ich jetzt im Video nicht eine Stunde aufnehmen muss, sondern halt nur 40 Minuten oder so, ist einfach für mich dann ein bisschen leichter auch zu schneiden, wenn es nicht zu viele Partien sind. Und mir ist auf jeden Fall direkt schon mal ein Sprung aufgefallen von Silber 1 zu Silber 2. Ich dachte ja erst, ja, Verteidigen ist ein bisschen wichtiger, aber Silber 2 scheint die erste Liga zu sein, wo ein paar Leute aus einer höheren Liga wieder zurückfallen. Falls ihr übrigens neu seid, könnt ihr übrigens auch mal sehr gern ein Abo da lassen. Abos sind super, super wichtig. YouTubes Algorithmus findet Abos total wichtig. Das heißt, falls ihr neu seid, könnt ihr mal sehr gerne ein Abo da lassen. Ihr könnt auch sehr gerne meinen Creator-Code, BadeYC, eintragen, gucken, was ich jetzt machen kann. Ich habe eingestellt, dass ich die Kamera nach rechts und links drehen kann. Ich habe übrigens auch die Tasten gewechselt. Linke Maustaste ist jetzt, glaube ich, Sprung. Und rechte Boost. Das wird mich noch ein bisschen verwirren, aber auf lange Sicht ist es, glaube ich, besser, das so zu machen. Ja, der macht einen ganz schwachen Hit. Okay. Ja, mein Problem ist echt so ein bisschen meine Landung. Mit Tastatur, ich bin so klobig mit allem. Und wenn ich lande, bin ich einfach immer überfordert. Auch im Sprung bin ich nicht unbedingt der kontrollierteste. Aber das kommt alles noch. Das wird alles noch besser. Ich kann mir vorstellen, dass ich irgendwann in... Oh wow, der war nicht gut, der Schuss. Ich kann mir vorstellen, dass ich irgendwann in den Platin liegen, ein bisschen hängen werde eine Zeit lang. Aber hier durch Silber und durch Gold werde ich, denke ich, noch einigermaßen... Wow. Gut durchmarschieren. Ich pinche den mal. Kommt der für mein Teammate? Nope, mein Teammate ist da ganz hinten gegangen. Okay. Ja, und ihr merkt schon direkt, im Vergleich zur letzten Folge, das ist schon ein bisschen solider, was die Gegner machen. Das wirkt schon ein bisschen kontrollierter. Okay. Der kommt gut für mein Teammate. Der kommt gut für mein... Wobei, zu hoch, zu hoch, zu hoch, zu hoch. Hat ihn fast getroffen. Okay. So. Also der Sprung von Silber 1 zu Silber 2 ist größer, als ich dachte. Ist jetzt echt wahrscheinlich auch der erste Rang, wo Leute ein bisschen hängen. Wie gesagt, hier sind viele Leute, wo ich so sage, ja, die sind wahrscheinlich so Gold 1 Niveau und hängen dann ein bisschen. Sorry, ich hätte da sein müssen. Ich kann euch aber was sagen, was vielleicht jetzt nicht alle erfreuen wird. Aber das ist leider auf jeden Rang so. Ab einem gewissen Level. Gut gehalten. Kommt der gut? Ja, okay. Aber ab einem gewissen Level ist es halt einfach so, dass Leute von oben runter droppen und nicht weiterkommen. Gerade halt bei so Ligen, wo es ein bisschen größer ist, der Sprung. Oh, gut reingesprungen. Gut reingesprungen. Gibt von mir ein guter... Der hat er gehalten fast. Gibt von mir ein guter Pass. Ja, also falls ihr in Silber 2 seid und sagt, das ist aber ganz schön unfair. Hier sind ja Gegner, die sind eigentlich auf höherem Niveau. Die sind bestimmt Goldspieler. Ja, einfach das Ja. Gewöhnt euch aber dran. Das wird nicht besser mit der Zeit. Also es ist halt einfach so im Spiel. Es gibt immer Gegner, die eigentlich zu gut sind für die Liga. Aber die halt einfach da eine schlechte Phase mal erwischt haben, runtergekommen sind. Oder so mit einem Kumpel spielen wollten und runtergekommen sind. Ich habe ihn getroffen, ganz leicht. Okay, aber der eine, wenn der eine ganz hinten im Tor bleibt, ist das irrelevant. Aber ja, es ist nicht so simpel, dass man sagen kann, ja, ihr müsst besser verteidigen, um hier aufzusteigen. Ich würde sagen, mit den Skills, die ihr in Silber 1 gelernt habt, oh, seid ihr im Grunde schon gut dabei. Das ist einfach nur so ein bisschen wahrscheinlich Erfahrung und Routine, die euch fehlt. Also ich kann jetzt hier nicht groß sagen, ihr müsst da und daran arbeiten. Das sind einfach... Alle Basics müssen einmal aufgelevelt werden. Ich würde auch sagen, dass Silber 2 vielleicht der Anfang ist, wo ihr mit Training anfangen solltet. Ich finde, ihr solltet immer mit Training anfangen und immer Training machen. Aber wenn ihr jetzt Training macht, macht ihr, glaube ich, da die größten Sprünge. Und das macht auch Sinn, weil ihr jetzt langsam im Bereich seid, wo ihr halt ein bisschen kontrolliert in den Ball treffen könnt.
Und da macht es auch, glaube ich, Sinn, da ein bisschen mehr Training reinzuballern. Wichtig vor allem auch, dass ihr nicht zu weit hinten steht bei den Rotationen. Hohe Bälle machen Gegner natürlich immer noch Angst auf dem Niveau. Fairerweise, mir machen hohe Bälle auch Angst. Liegt einfach daran, dass ich halt so ungeschickt bin mit Maus und Tastatur. Silber 2 ist die Liga, wo ihr das erste Mal Schmerz fühlt, wenn ihr das Spiel spielt, wahrscheinlich. Okay, sind wir in Liga 3? Sind wir aufgestiegen? Geht das hier ruckzuck? Liga 3, let's go. Gut, wir suchen mal Gegner. Ich habe einen Ball gekriegt, den öffne ich aber am Ende. Mir wurde ja gesagt, Bardo oder Gegner aus dem letzten Video. Das ist ein ganz normaler Silber 2 Spieler. Ich mache jetzt aber eine Runde in Silber 2 und smash die Gegner halt komplett. Also immer dran denken, Leute, zum Zusehen wirkt alles deutlich, deutlich leichter. Ah ne, die andere Ausrede ist ja, Bardo, du hast aber auch schlechte Gegner gekriegt und sowas. Das sagt man auch ganz gerne. Aber ich kann es nur noch mal sagen, es wirkt natürlich alles... Ich habe Boost und Dings vertauscht. Okay, das war einfach lost. Ich habe zweimal Boost und Dings vertauscht. Ist aber auch einfach ungewohnt. Muss sagen, das war jetzt nicht meine Glanzstunde. Okay, okay. Ich habe das Gefühl, die Gegner sind beide so dieses höhere Silberniveau. Und mein Teammate ist das niedrigere Silberniveau. Aber passt zu dir? Nee, er war einfach ganz hinten. Aber ich glaube, der Pass war auch zu hart. Alter, ich habe jetzt in dieser Partie irgendwie viermal nacheinander Boost und Sprung vertauscht. Ist einfach nicht gut. Oh, der hat nicht gehittet. Ein Teammate aber. Let's go. Kannst du nochmal hitten? Kannst du nochmal hitten? Hey, hitten nochmal, komm. Was machst du? Was machst du? Ich hätte einfach gewartet. Ich mach den selbst rein. Ja, nee, machst du nicht. Oh, er fährt die Wand hoch. Spider-Man. Oh, ich bin schon weg. So. Oh, ich kann ihn machen. Ich mach den. Schub. Let's go. Aber krass, wie das durcheinander ist. Der Gegner 12 Punkte, meine 80. Und es ist ja wirklich... Es ist ja legitim so. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Das ist mir jetzt mehr als aufgefallen. Achtet auf eure Rotation. Jetzt. Was macht er? Was? Das muss wehtun, das Gegentor. Das muss wehtun. Aber was mir aufgefallen ist, ich habe jetzt ganz oft gesehen, dass... Ach Mann, Leute, das tut mir leid. Ich würde ja gerne sorry machen, aber es wäre dann zu salzig. Nee, dass ihr ganz oft zu weit hinten steht oder zu weit vorne steht. Gerade zu weit hinten. Ich glaube, man lernt in Silber 2 halt defensiver halt das erste Mal so richtig. Und dann denkst du halt, ja, ich muss die Defensive zusammenhalten. Müsst ihr aber gar nicht. Müsst ihr gar nicht so hart. Ihr könnt ruhig auch ein bisschen weiter vorne stehen, Mittelboost nehmen. Was auch wichtig ist, die kleinen Boostfelder sind auch ganz solide. Ihr müsst nicht immer ultra weit hinten stehen. Oder den Mittelboost nehmen, um dann nach hinten zu sprinten. Müsst ihr auch nicht machen. So, bumm. Er macht ihn rein. Let's go, guter Schuss. Ja, komplett durch Silber 2. Okay. Also gespannt bin ich für die Goldränge. Weil ab Gold, ich weiß ja nicht, wie gut ich bin mit Tastatur. Ich weiß, dass ich mit Controller vom Skill auf Diamond-Niveau bin. So, auch wenn manche Leute sagen, nein, Bardo, du bist eigentlich schlecht. Nee, ich bin mit Controller auf Diamond-Niveau. Mit Tastatur bin ich jetzt hier am rausfinden. Also, sobald ich mal in der Liga bin und aus 5 Spielen 2 verliere, weiß ich ja, okay, das ist wahrscheinlich so ungefähr mein Niveau. Und dann drehe ich mich auch noch schlecht. Die Leute rotieren noch zu schnell weg. Hup. Was er macht. So. Nice. Gut, das ist ganz schlimm. Machst du den? Oder mach ich den? Ah, no! No! Weg. Oh, ich bin verfehlt. Okay, wir haben ein Game. Wir haben hier ein Game. Das ist aber auch extra kompliziert, weil ich hatte das hier vorher anders mit Sprung und Dings. Ich habe es jetzt nochmal getauscht, weil es auf lange Sicht, glaube ich, Sinn macht. Auf kurze Sicht verwirrt es mich, glaube ich, einfach noch mehr. Und ich will ja nicht trainieren mit Maus und Tastatur. Ich will einfach nur spielen. So. Ich drücke meist, glaube ich, einfach beides und dann gucke ich, was da funktioniert. Oh, der Schuss ist gut. Der Schuss ist gut. Was soll der Scheiß? Ohne Witz. Was soll der Scheiß? Nee, komm. Mach ihn rein. Hey, wir könnten das verlieren. Was kann's? Den hat er nicht. Let's go. Vielleicht kriege ich auch schon ein Goldproblem. Es kann ja auch sein. Ich weiß es hier nicht. Ich meine, ich lerne ja auch mit der Zeit dazu, mit der Tastatur. Ist halt einfach so. Aber ist die Frage, lerne ich so schnell dazu, dass ich in Gold bestehen könnte? Weil ich kassiere eigentlich noch die meisten Gegentore, weil ich einfach Sprung und Boost vertausche. So, das haben wir jetzt aber im Sack. Ich muss übrigens auch noch auf eine Sache... Er macht ein Eigentor. Auf eine Sache eingehen. Und zwar habe ich im letzten Video über Powerschüsse geredet. Und hatte ich einen Kommentar und gesagt hatte, Bardo, ich bin nicht so gut im Spiel, ich bin Bronze. Aber Powerschüsse kann ich sehr, sehr gut.
Da muss ich eine Sache sagen. Das wird dich jetzt wahrscheinlich demotivieren, aber du kannst Powerschüsse nach deiner Wahrnehmung sehr, sehr gut gegen Bronzespieler. Der Unterschied ist ja, dass das immer schwerer wird, den Ball hart zu hitten, weil das Spiel halt immer schneller wird. Platin-Lobby hast du halt weniger Zeit für den Schuss als in der Bronze-Lobby. In der Silber-Lobby hast du halt weniger Zeit für Dinge als in der Gold. Wisst ihr, das geht halt, es wird immer schwerer. Es wird immer schwerer, sein bestes Spiel zu zeigen. Cool. Und sind wir Liga 4? Wichtigste Frage erstmal. Wir sind Liga 4. Let's go. Ach, das war der Gegner. Was ein guter Hit. Der gegen die Wand. Was ein guter Hit. Guter Pass. Guter Schuss. Boom, die haben mitgenommen. So. Oh, danke. Die hatten einfach mir vor die Füße gebildet und dann dachte ich, okay. Rein da. Der Gegner lief. Wow. Ah, jetzt geht er raus. Ja, danke schön. Okay. Reicht das, um aufzusteigen? Ich finde, Silber 2 war halt von Anfang an bis jetzt. Ne, hat nicht gereicht. Das Niveau ist nicht krass nach oben gegangen. Das war halt mit dem Sprung in Silber 2 direkt ein höheres Niveau zu Silber 1. Und es ist keine Schande, aus Silber 2 wieder. Generell ist es keine Schande, abzusteigen, wenn man einmal was erreicht hat. Steuerung noch sehr verwirrend. Ich werde aber erst mit dem Training anfangen, wenn wir in Platin sind oder Gold. Ich sag mal, sobald ich hänge, fange ich mit dem Training an. Aber das ist es noch nicht. Ach, come on, Spiel. Ich versuche jetzt mal wirklich besser mit der... Weil mein größtes Problem heute ist legitime Steuerung, dass ich mich da selbst so hart verwirre, was Sprung und was Boost ist. Oder ist der gegangen, lol. Der ist auch gegangen, lol. Okay, wir haben Ballchaser gekriegt. Nicht gut geschossen von mir. Da war mehr drin. Ah, okay, ich wollte ihn kaputt machen. Ich habe einfach nur geschliffen. Okay, von wegen Ballchaser. Der chillt einfach jetzt im Tor. So. Nope. Hallo, was machst du? Bist du mal ein Neuer oder was? Jetzt? Mate! Du kannst nicht in deinem ersten Move der Ballchaser des Todes sein und dann den Torhüter spielen. Also, es gibt nicht mal einen Torhüter. Oh, ein guter Pass. Ich mach mal, please don't be a goalkeeper. Moment. Oh, was war... Oh, Mann! Oh, schade. Schade, den hätte ich gern drin gesehen. Ich hätte ihn das gern gegönnt, das Tor. Oh, der... Okay. Oh, wow. Ja gut, dann... Ich kann gerne den Ball hier so ein bisschen einfach halten. Ich habe viel Boost. Er geht hinterher. Ja. Danke. Das ist, glaube ich, auch so ein Problem, was halt unerfahrene Spieler haben. Den Teammates zu vertrauen, wenn er da steht, aber nicht direkt zum Ball hingeht. Weil manchmal macht es halt Sinn, nicht direkt zum Ball hinzugehen, sondern erst zu gucken, okay, was macht der Gegner, wo ist der Gegner, weil du musst nicht mega hastig spielen in diesem Spiel, ist das Ding. Du kannst dir manchmal auch ein bisschen Zeit nehmen und gucken, wo sind, klar, nicht zu viel Zeit. Ich zum Beispiel nehme mir ganz gern mal zu viel Zeit, was noch ein Fehler ist von mir. Aber ihr müsst nicht eure Position opfern, um einfach den Ball gegen die Wand zu hauen, wenn schon ein Teammate da ist. Kannst du nochmal... Nein? Ja, okay. Jetzt schreibe ich Vorfeld und das war's. Das war's. Damit müssten wir in Silber 3 sein. Das war's, Leute. Das war's. Mit einem stabilen 4-0 müssten wir jetzt aber wirklich in Silber 3 aufgestiegen sein. Ja, Silber 2 ist der Rang, wo ihr einfach ein bisschen Geduld haben müsst. Wenn ihr vom Skill her das Gefühl habt, dass alle Gegner zu gut sind, einfach weiter trainieren, weiterspielen. Und wie gesagt, Silber 2 könnte der Rang sein, wo ihr anfangen sollt. Steigen auf. Silber 3, let's go. Das ist der Rang, wo ihr anfangen sollt, wirklich das Training zu machen. Es reicht, wenn ihr anfangt mit dem normalen Training. Silber 3 sieht sogar ganz cool aus, der Rang, finde ich. Also hier die Trainings. Sprungtraining, Torwarttraining und so weiter. Macht mal einfach das normale Torwarttraining so. Zwar die Custom-Trainings sind viel, viel besser, aber um ein bisschen reinzukommen. Um reinzukommen, ist das, glaube ich, gar nicht so schlecht, das Training. Hey, ich habe ihn gehalten. Cool. Ja gut, und das macht ihr halt einfach ein paar Mal. Bis ihr halt ein besseres Gefühl kriegt für den Ball, wie der fliegt und so weiter. Und wenn ihr das, keine Ahnung, macht das einfach mal für eine Woche, 10 Minuten am Tag. Und ich verspreche euch, dass ihr nach dieser Woche nicht mehr in Silber 2 seid.
einfach mal ein bisschen Training machen für 10 Minuten. Gar nicht lang, einfach 10 Minuten. Wie gesagt, ihr werdet durchsprinten durch Silber 2. Aber gut, Silber 2, der Sprung von Silber 1 zu Silber 2 ist hoch, aber Silber 2 generell ist im Grunde ein Niveau gewesen. Habe ich nicht viel Unterschiede gemerkt. Gut, dann würde ich aber sagen, Leute, sehen wir uns dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Noch ein paar Tage, bis ich das Trikot nicht mehr tragen muss. Ich freue mich. Und dann sehen wir uns aber bis zum nächsten Mal. Bis dahin und ciao.